Hallo Freunde von meiner Whisky, einmal aus einem Whisky-Refugium. 5 Minutes, Patient ist heute abends ein Loch Lee. Roter Loch Lee. Sonst kennt er immer so die, haben schon mal die ein oder andere tituliert, mit dem Aufdruck hier drauf, wie so eine iPhone-Schachtel, ja? Weil das hier so abgebildet ist. Großes iPhone haben wir da drauf. Ein rotes, bei dem Standard Loch Lee Our Barley, da ist es so, dass das in grün gehalten ist. Und ja, man bringt da immer so, weil man eben halt auch eigene Farm ist, eine Farmdistillerie eben halt, die da neu entstanden ist, bringt man auch immer wieder mit eigener Gerste etwas raus. Hier haben sie diese Edition, Harvest Edition genannt, Second Crop, Single Malt Scotch Whisky steht drauf hier noch, matured in a combination of Port, STR, Bourbon Casks, non-chill filtered, natural color. 46%. Bin mal gespannt, ob man dort letztendlich hier die Geschichte herausschmecken kann. Ich habe Interesse auch selber gehabt, an einer Castrand-Abfüllungsgeschichte. Diese Special Editions sind so ein bisschen an mir vorbeigelaufen und ein Kunde hat gefragt, ob ich ihm einen anderen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er die Sewing oder noch irgendeine andere Edition letztendlich besorgen kann. Und musste gucken, das, was er auf dem Zettel hatte, hatte ich nicht mehr. Der ist aktuell beim Importeur letztendlich verfügbar gewesen. Und dann habe ich kurzerhand mit einer Bestellung ihm den mitbestellt. So, und ich habe jetzt gedacht gehabt, manchmal macht das Kirschwhisky eben halt auch der Importeur, hat auch Proben abgefüllt und ich habe mir eine Probe bestellt. Ich weiß nicht, wie der schmeckt. Ich habe jetzt sozusagen, bevor der jetzt morgen in Laden und auf den Kunden zum Kaufen wartet, probiere ich den. Vielleicht ist das ja auch was, was man letztendlich in den Laden holen kann, da bin ich mir nicht sicher. Ich habe noch den einen oder anderen, den ich auch angehe, aber da ich hier eben halt die große Bulle habe, habe ich gedacht, mache ich mal Extras und probiere den hier für euch vor der Kamera. Eingeschüttet habe ich das schon. Und man kann jetzt hier nicht was sehen, aber ihr seht hier schon, der hat schon eine ordentliche Farbe. Ne? Und ja, wenn hier auch mit Port drin ist, STR, gibt immer, ist eben mal aufgearbeitete Fässer, kann auch eine gute Färbung geben. Bourbon Cask ist eine Standardgeschichte. Also da würden wir jetzt von ausgehen, ist sozusagen erst befüllter Bourbonfass. Weil ansonsten würde man vielleicht sagen, irgendwie Second Fill oder sonst was. Ne? Wir gehen mal rein. Erinnert mich wieder so ein bisschen an, auch an unseren Our Barley. Hier ist eine Note drin, eine Getreidenote, die man letztendlich irgendwo hat. Fruchtig. Bei unserem Our Barley sage ich immer, man hat immer so eine kleine Obstler-Spitznote eben halt mit drauf. Die meine ich jetzt hier auch eben halt zu riechen. Aber hier ist mehr noch drin, eben halt, also das Port, denke ich, kommt ja auch gut raus. Da ist eine weinige Note eben halt bei. Orange, Apfel, hellere Früchte sind da so. Hellere, frische Früchte. Noch nicht so eingekocht, wie es schon mal bei dem einen oder anderen haben, sattere Geschichte, sondern eigentlich eher so ein bisschen die Frische. Und würde für mich jetzt eigentlich eher so in August passen. Ich glaube, da ist er so rausgekommen. Ja, also von daher, wenn man so gerade die frischen Äpfel hat, die so frisch eben halt sind, solche Noten, die sind da. Und unweit sind bei mir auch die ein oder anderen Apfelplantagen, wo alte Sorten auch angepflanzt werden. Und ich weiß nicht, wie die alle heißen. An so was erinnert mich das jetzt so ein bisschen. Und ja, es kommt ein so eine Portweinnote raus. Ihr wisst, ich reife gerade selber in einem kleinen 20 Liter Fass, was vorher ein Portfass war. Und da der frische Spirit, den ich auch immer mal wieder rieche und verkoste, da ist so eine vergleichbare Note eben halt auch da. So, lang geschwafelt, wollen dran. Clongy, Leute. Wie gesagt, ja, eine Obstnote. Der ist jetzt für mich so als
erster dran, schon ein bisschen leicht, also nicht jetzt irgendwie scharf. Für den Jungen 46%. Jetzt kommt ein bisschen stumpf, das würde ich auf die Bourbonfässer zurückführen. Holzige Noten. Das ist karamellig. Der ist leicht gefühlt für mich. Ja, man ist manchmal eben halt, wenn man eben halt die ein oder anderen Sachen angeht, auch so ein bisschen die höheren Alkoholstärken oder auch manchmal Verstärken versaut. Den merkt man jetzt so auf dem ersten Dreh gar nicht unbedingt im Mund vom Gefühl her. Diese 46, ich auf jeden Fall heute nicht. Schön. Und ich, Leute, ich habe diese Portnote, die ist da. Die ist auch jetzt irgendwie immer noch da. Karamellbonbon. Ja. Und jetzt bleibt eben halt so ein bisschen so diese Karamellbonbon-Note eben halt übrig. Ist eher ein kurzer Abgang, muss ich ehrlicherweise gestehen. Aber der ist auch noch recht jung. Ich glaube, irgendwie so in Richtung 4 Jahre ist das. Ich gehe nochmal dran. Also, schmeckt du da. Oh, der macht Spaß. Also da muss ich sagen, wenn da einer Spaß hat, diese Distillerie sozusagen, die ist ja neu, beim Wachsen mit zu entdecken, dann ist sozusagen der Our Barley, den ich habe, erstmal nehmen, um so den Grundcharakter der Distillerie zu haben. Und wenn man dann an die ein oder andere Special-Abfüllung jetzt im Werdegang, dass sie älter werden, mitnimmt und probiert, glaube ich, dann ist das eine schöne Sache, um die Vielfalt der Distillerie, was sie vielleicht in Zukunft kann, kennenzulernen. Und jetzt ist eben halt auch wieder so ein karamelliger Getreideton eben halt so ein bisschen hinten dran. Diese Fruchtigkeit, die ist am Anfang eben halt einmal da. Mehr in der Nase, aber schön. Hatte ich, um ehrlich zu sein, gar nicht so auf dem Peil. Bin mal gespannt, wie der Castblend sich anstellt. Der ist sogar noch ein bisschen dunkler. Da weiß ich aus dem Stegreif gar nicht, was da für Fässer verwendet worden sind. Muss ich mal drauf achten. Da weiß ich noch nicht, ob der vor der Kamera findet. Ja, vielleicht lasst ihr einfach mal eine Info da. Der ist, muss man jetzt mal auch relativieren, ne? Der ist okay, ja, aber der kann definitiv noch nicht mit 10-Jährigen mithalten. Aber dafür muss man sagen, ist jetzt die Möglichkeit eben halt, das kommt die ein oder andere Distillerie, die ist da, wo man so Sachen miterleben kann. Ich finde eigentlich eher so, das geht so in Lindors, da habe ich noch so einen STR-Cast, der noch ein bisschen dunkler ist. Da habe ich auch so Sachen, so ein bisschen im Kopf mit 50 Volumenprozent, ein bisschen mehr Druck. Da geht's hin. Hat den von euch schon mal einer auch probiert? Wie findet ihr die Distillerie Lochli? Die ist ja jetzt erst seit, ich glaube, seit knapp 1,5 Jahren letztendlich mit Whisky am Start. Das wird jetzt ein extras Video gewesen sein. Von daher freut es mich, wenn ich mal Rückmeldung kriege. Und den Kunden haben wir glücklich gemacht. Und wenn auch ihr letztendlich irgendwo bei mir seid, hier im Laden, dürft ihr mich immer gerne ansprechen, Antikon. Wenn ich was besorgen kann, dann besorge ich euch das. Pulle unter 60 Euro. Ja, also jetzt auch nicht irgendwie extrem teuer. Von daher, auf einem Samstag im Weinhandel, sollen die euer Armin.